بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Liebe Geschwister, meine Damen und Herren, ich habe das letzte Mal ein bisschen über das Bild des Islam gesprochen. Und heute werde ich sagen, warum ist es wichtig, das richtige Bild des Islam zu erkennen. Manche Leute suchen in der Welt Religionen. Sie wollen einen Weg zu Gott finden. Und wenn sie ein manipuliertes Bild über den Islam bekommen, dann wird das für sie eine große Schädigung. Aber wenn sie das richtige Bild dieses Glaubens bekommen, dann bekommen sie noch eine Chance, einen Weg zu Gott zu finden. Heutzutage gibt es viele Religionen und Ideologien. Aber im Laufe der Zeit erkennen immer mehr Leute die Wichtigkeit des Islam. Zum Beispiel vor ein paar Jahren tauchte das Problem mit der Wirtschaftskrise auf. Und damals sprachen oder meldeten sich einige Experten in Europa und Amerika und schlugen vor, das islamische Wirtschaftssystem als eine Lösung anzunehmen. Danach begannen die Regierungen in Frankreich und Britannien, islamische Banken zu erlauben. Wir sehen, wie der Islam in diesem Bereich geholfen hat. Ist das wirklich eine erfundene Religion, die den Menschen schadet, so wie vermittelt wird? Heutzutage gibt es viele Menschen, die unter psychischen Krankheiten leiden. Es gibt heutzutage vieles Essen, viele Geräte, Hochtechnologie und so weiter. Aber viele Menschen sind seelisch leer. Und der Islam kann ihnen in diesem Bereich mit seiner starken Spiritualität helfen. Der Koran ist eine Heilung für alle Krankheiten der Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Das heißt, und wir senden herab im Koran Verse, die heilen und die gelten als Barmherzigkeit für die Gläubigen. Zweitens, die fünf Gebete, Gottes Gedenk, viele andere spirituelle Aktivitäten helfen diesen kranken Menschen, die unter psychischen Krankheiten leiden. Die sind nicht tausende Menschen, sondern Millionen der Menschen. Und viele von ihnen finden im Islam Ruhe. Im Koran steht auch, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Durch Allahs Gedenk finden die Herzen Ruhe. Wer nicht daran glaubt, soll sich eine Kassette oder DVD nehmen und versucht für einige Minuten eine Sure oder einige Verse des Koran zu hören. Oder er nimmt ein Koranbuch und versucht die Bedeutungen des Koran zu lesen. Obwohl die Bedeutungen des Koran sind nicht der Koran selbst, aber man bekommt eine Idee, was im Koran steht. Der Islam hat in der Vergangenheit durch viele muslimische Gelehrten und Wissenschaftler in verschiedenen Bereichen, Chemie, Physik, Mathematik, Medizin und so weiter, Hochleistungen und Beiträge in der Entwicklung der europäischen Kultur beigetragen. Zum Beispiel George Sile schrieb in seinem Buch The History of Science, ohne Leistungen der muslimischen Wissenschaftler
wäre Europa 500 Jahre zurückgeblieben. Stimmt das? Ja, das hat ein nicht-muslimischer europäischer Wissenschaftler in einem sehr wichtigen Buch, The History of Science, erwähnt. Nicht nur George Sayle, sondern auch andere viele Orientalisten, die die Wahrheit erwähnen. Zum Beispiel Sigrid Huncke hat mehrere Bücher über den Islam geschrieben. Sie hat ihr Buch Allahs Sonne über dem Abendland, Allahs Sonne über dem Abendland. Jeder kann dieses Buch lesen, um herauszufinden, wie groß ist der Beitrag des Islam in der Entwicklung Europas. Anstatt der Islam als Gefahr zu stellen, kann Europa noch immer vom Islam profitieren. Aber das kann passieren, wenn den Europäern das richtige Bild des Islam vermittelt wird. Ich werde inshallah ta'ala in den nächsten Vorträgen mehr darüber sagen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.